Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Und wir werden... Och man, muss ich jetzt absitzen? Ich kann... Oh Mann, nu. Na gut, dann sitzen wir ab und wir werden ein Festmahl starten. Uruks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grog-Trinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Mische dich in das Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Dafür kriege ich ein bisschen Macht, 40 Macht kriege ich dafür. Brock Schwarzherz, über den hatten wir auch irgendwas. Frag mich nicht was, keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Becher, viel dümmer könnte ja wohl nicht werden. Okay, warte mal. Habe ich hier zufällig irgendwas? Was mit X? Ah. Brog. Okay, anfällig für Todesstöße, Schleichen. Angst vor Graugs. Er ist anfällig da gegenüber. Also man kann gegen ihn eigentlich auch im Grunde ganz stinknormal kämpfen. Okay, leider habe ich hier gerade keinen. Mein Türchen ist... Das finde ich jetzt doof. Diese erbärmlichen Menschen werden mit diesen Strafen durch Mordor nie fertig. Hat er mich gesehen? Ich glaube, ich habe etwas gerochen. Ach komm. Wir wollen ja einfach mal ein bisschen mitmischen auf der Party, würde ich sagen. Ach, da ist er. Hättest nicht herkommen sollen, wenn wir alle in Kampflaune sind. Ist das so? Oh. Da ist irgendeiner mit dem Bogen unterwegs. Wer ist denn hier mit dem Bogen unterwegs? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch einer mit Schild. Was aber gar nichts macht. Mann, das gibt's doch nicht. Hört mal auf, mich anzugreifen, ihr kleinen Arschbratzen, ey. Ist ja total doof. Ist das so? Okay, bei ihm muss ich auf jeden Fall rüberspringen, weil da werde ich wohl so nicht blocken können. Da ist doch schon wieder einer, der hier irgendwie mit Pfeilen schießt. Was soll denn das? Hört auf damit. Naja, hab dich, ey. Ach, er hier. Irgendwelchen Sperren oder was? Boah, jetzt kann ich ihn nicht mal töten. Da wird man, weißt du, wird einem hart auf den Sack gegangen. Ist ja unglaublich. Ah, ich habe sein Schwert zerstört. Ja, das war super. So, rüberspringen. Man hat halt auch manchmal gar nicht so die Zeit, ja, um irgendwie die halt zu töten. Fuck, das hätte ich jetzt natürlich schön kontern können. Aber kein Problem. Na gut, wir machen es erstmal gegen ihn. Und jetzt bist du dran. Oh. Sicher? Also ich weiß ja nicht. Ih, da ist eine Spinne. Warte. Du haust doch nicht etwa ab. Du haust doch wohl... Nicht ab. Festmahl gelöst. Ach so. Okay, das war's schon. Der ist geflohen. Ich möchte ihn aber eigentlich töten. Hm? Aber wir gucken. Gut, dann haut er halt ab. Dann wird er sich an mich erinnern. Und er wird auf ewig wissen, dass er keine Chance gegen mich hat. Achso, er kommt einfach wieder zurück. Er geht und kommt, wie es ihm gefällt, alles klar. Kann ich ihm eigentlich theoretisch auch hinterherrennen? Ja, ich glaube schon. So. Das ist nämlich eine Jägerherausforderung, dass ich davon ein paar töten soll, deswegen mache ich das. Und da klingelt gerade mein Handy, das heißt, ich mache kurz eine kleine Pause, also bis gleich. So. Da bin ich wieder zurück. Gut, er haut jetzt natürlich ab. Der ist auch gleich weg. Ich könnte mir theoretisch... Ja gut, dann ist halt... Komm, achso. Nein, die haben nichts gehört hier. Wie sollen sie denn auch was hören? Pass mal auf. Zack. Oh, ich hab doch Leertaste gedrückt, war eine Scheiße hier. So, komm her. Nein! Verdammt. Schön Leertaste drücken. Ich will... Mann, ich will doch auf ihm reiten. Der soll mein Freund werden. Ich hab... Das ist aber seltsam. Ich habe doch gedrückt. Warum ist denn seine Macht an? Hä? Achso. Ja gut.
Kämpft mal gegeneinander. Aha. Ach, das gibt's auch. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Aha. Okay, jetzt... Achso, weil ich gestorben bin, ne? Keine Ahnung. Wird schon passen. So, dann gehen wir mal hier zurück. Hier gehen wir auch zurück. Jetzt kommen wir an ein Türmchen. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der... Na gut, das hatten wir auch schon. Blutracheaufträge. Blutracheaufträge lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Gehe zu, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Aha. Dort, okay. Wo alle anderen Lichter versagen. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier oben. So, der ist jetzt quasi neu. Der ist neu. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Jetzt sind wir wieder hier, weil das der letzte war, wo wir waren. Wie kann ein verdammter Tag so viele von uns töten? Warum? Ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen. Ich weiß ja auch nicht. Naja, komm, wir gehen einfach mal hin. Wir versuchen mal unser Glück, würde ich behaupten. Aber hier ist noch irgendwas anderes, kann das sein? Ach so, das Ding. Oder das? Aber das kann ich noch gar nicht machen. Ich will auf jeden Fall dann hier hin. Ist momentan so auch eine relativ lose Story, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, die richtig zu verfolgen wird schwer. Würde ich jetzt mal behaupten. So, dann wollen wir mal kurz schauen, wer ist denn hier oben? Achso, stimmt das. Ich muss das da erstmal starten, sonst ist hier nichts, ne? Na dann. Brock Schwarzherz. Er ist derjenige, aber gut, eigentlich habe ich ihn ja getötet. Er ist dann abgehauen, ich bin gestorben, aber trotzdem. Ich habe ihn getötet. Gebt Acht! Hier wurde ich schon einmal angegriffen. Ach, guck mal. Willkommen! Ich wusste es! So. Na, dann kommt mal her. Na gut, ich würde... Ach, guck mal, die kämpfen gegeneinander. Ja gut, das finde ich ja gar nicht mal so scheiße. Dann kann ich die nämlich auch ein bisschen so ausschalten, ne? Tötet sie alle! So. Oh. Jetzt bräuchte ich neue. Dann springen wir einfach mal runter ins Geschehen, würde ich mal sagen. Wir wollen ja auch ein bisschen mitmischen. Ich mach mal mit, ne? Ich glaube, da hat keiner ein Problem von euch. Oh, warte. Ich habe dich jetzt unterschätzt, dieses Mal. Jetzt haut er schon wieder ab. Du bleibst gefälligst hier, mein Freund. So sieht's nämlich aus, ja? So und nicht anders. Kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Kampfbericht, ja gut. Wir gucken uns den mal eben an. Ah, der ist jetzt auch tot? Ah, okay. So, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr hier. Wollt ihr jetzt auch töten? So kämpfen? Oder was? Was ist jetzt euer Plan? Nix. Ihr haut einfach nur ab. Alles doch, dann haut ab. Ist mir doch auch wurscht. Wir sammeln das hier erstmal ein. Heieieiei. Ich verstecke mich mal lieber. Warte. Gut. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch zum nächsten. Da sind noch ein paar Infos. Der haut ab. So, wir gehen mal zu dem nächsten. Ist ja direkt hier in der Nähe. Wir sollten ein paar Sklaven in diese Höhlen in der Nähe schicken und schauen, ob wir sie schreien hören. Wenn sich dort Glocken verbergen, brauche ich keine Menschen, um sie loszuwerden. Ich habe leider momentan nichts. Das ist ja ärgerlich. Na gut, dann machen wir jetzt das hier. Die Rangleiter empor, oder nicht? Geht gar nicht. Okay. Alles klar, ich muss mehr Hauptaufträge abschließen, also müsste ich hier hin. Theoretisch. Na gut, wenn wir das nicht können, dann können wir das nicht, ne? Dann ist das blöd. Das kann ich nämlich auch noch nicht, das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier in den entwegensten hier, also ganz weit weg bewegen. Und werden mal versuchen, hier ein bisschen Dinge zu machen. Und dann müssen wir halt Hauptmissionchen... Oh, da sind, warte mal, ich gehe mal hier lang.
kann natürlich auch einfach kämpfen, aber ich meine, warum sollte ich, ne? All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet Nein, loslassen. Gut, das Ding brauche ich gerade nicht. Probieren wir das nochmal hiermit. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ey, ohne Spaß. Die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Udon verstreut. Also besteigt er seine Bestie, um seine Gegner nah und fern niederzustrecken. Formen die Legende des Bogens, Askar. Wir nehmen das einfach mal an, ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen. So, reite den Karagor. Ich habe gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Wer ist denn? Leider schon wieder entkommen. Ach, ihn hier? Alles klar, Junge. Hui! Schlechte. So, mein Freund, jetzt bleiben wir geschmeidig, ja? So, was soll ich denn töten eigentlich? Soll ich die alle töten? Ich töte sie einfach alle. Eintrag ansehen. Karach Angren. Die Isenmünde von Karach Angren werden von Ausläufern der beiden Gebirge Eredlitui, Aschengebirge und Efelduat, Schattengebirge gebildet. Sie stellen den einzigen Durchgang zwischen dem Tal von Udun im Norden und der Hochebene von Gorgoroth weiter südlich dar. Der Pass wurde starken Bebauungsmaßnahmen unterzogen, um die Verteidigungsanlagen zu verstärken, und die Schwarze Straße wurde in Erwartung der Streitkräfte des dunklen Herrschers erheblich erweitert. Unter der Aufsicht der Uruk haben Sklaven am Karach Angren das Gurta-Ur errichtet, eine gewaltige, hochaufragende Statue Saurons aus Stein und Stahl, die die Vergangenheit des dunklen Herrschers verherrlicht und seinen unvermeidlichen Sieg über die Länder der Menschen feiert. Naja, ich weiß ja nicht so, ne? So, da oben. Können wir da auch hochklettern? Ne, da können wir nicht hochklettern. Aber wo war die Tapferkeit der Menschen? Warte mal, hier ist was. Da ist ein Symbol. Das wollen wir uns erstmal holen. Du bleibst schön da stehen jetzt, ja? Sonst, ist nicht gut. So, ein bisschen weiter gesponnen, die ganze Geschichte. Okay. Na, Aufsehen. Was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Ziel, schließe die Auftrag in der... Was soll ich denn machen? Finde den Uruk Spetro. Achso, der ist da hinten. Warte. Du Scheiße. Ich rieche etwas. Der ist aber ganz schön weit weg, der Spätrupp, ne? Wenn er da hinten ist. Aber wir schaffen das schon. Wir rennen einfach an... Ja. Wir rennen an allem vorbei, so viel dazu. Boah, ich renne echt an allem vorbei. Komm ich mal, ne? Komm ich mal. Ich muss den Spätrupp jetzt finden. Da hinten müsste eigentlich sein, bei den Zelten. Und dann wollen wir doch mal versuchen, da haben wir es doch. Ich weiß gar nicht, treffe ich den jetzt auch oder nicht? Nein, alles Klärchen. Ach so, das... Wir werden schon bald genug. Schnauze. So viel dazu. Gut, ich kann alle, damit wäre jetzt zu viel des Guten. Aber den einen oder anderen, den können wir ja durchaus, ne? Jetzt, achso, der ist schon tot. Aber du lebst noch. Okay, unter 5 Minuten. Uiuiuiui. Tötet's. Achso, das ist jetzt einfach. Okay. Ich versuch's unterhalb von 5 Minuten zu schaffen. Ich glaube, das wird schon schwer. Oh fuck. Ich bin hier. Ah ne, ich komme hier weiter. Supi! Ja, ob das was wird, ey? Ich bin mir nie so sicher, ne? Schneller! Mein Karagor, schneller! Haben wir keine Zeit. Ja, aber ich meine, wir werden die schon irgendwie töten. Aber mein Hauptziel ist es ja nun mal, 10 Stück davon so zu töten. Das andere ist halt zusätzlich. Das heißt, ich muss schon versuchen, Erde auf in der Zeit zu töten. Ach, guck mal, da waren wir ja auch schon, ne? Da waren wir ja auch schon. So. Das reicht auch komischerweise überhaupt nicht. E. Was? Halte E gedrückt, um den Reit hier aufzuzehren. Ach so. Ja, aber das will ich ja gar nicht machen. Wie lange dauert das, bis so ein Scheiß... Egal. Egal, was es war, es ist weg. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft.
Jetzt muss ich warten. Ist das jetzt schon wieder da? Nein, Elbengeschoss benötigt. Gut, jetzt muss ich warten, bis das... Ich könnte zwar jetzt das hier töten, aber das will ich ja gar nicht. Was war das? Ich weiß gar nicht, wie genau lädt man das auf. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aua. Ich will die aber gar nicht aufzählen, weil das ist ja auch Quatsch, ne? Hört mal auf, mich zu beschmeißen. Was ist denn los mit euch? Also ich schaff's auf jeden Fall. Ich glaube nicht mal ein Obst davon. Töte ihn. Ach komm, hier. Das ist blöd. Wie kriege ich denn jetzt das zurück? Aber ich will ihn ja nicht aufzehren. Da muss ich mir einen neuen... Ist da einer drin? Ach komm, wir zehren den jetzt auf und gucken mal, ob wir uns einen neuen irgendwie holen können. Ach so. Beherrschte Bestien... Ach so. Ach so. Ja gut, das hätte ich mal vorher wissen müssen, dass wir die aufzehren können und dann immer noch... Na, das ist natürlich super. Ich weiß... Allerdings nicht so genau, wie lange das hält. Gut, ich schaffe das jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten. Ich versuche aber mal... wenigstens die 10 da zu schaffen, weil das wäre ja sonst ein bisschen blöd, ne? Ich hoffe, ich schaffe das auch noch in der Zeit, ey. Man muss ja relativ weit laufen. Das ist ja ein bisschen problematisch. So, nächste wissen wir auch schon, wo sie sind. Aber wir sind jetzt erstmal bei denen hier. Ja, bleibt da hängen. So, da hinten sind sie. So, einer. Das war der zweite. Also ich habe jetzt insgesamt 3 natürlich, ne? So. Fuck, der war drüber. Das war doof. Was ist, wenn ich jetzt nochmal aufzähle? Irgendwann wird das Ding wahrscheinlich sterben dabei, oder? Und noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Sehr schön. So. Juhu. Ja gut, schaffen wir nicht in 5 Minuten, aber das ist egal. Hauptsache, ich schaffe, was ich tun soll. Und zwar 5 von 10 zu töten. Jetzt mach hin. Wir haben keine Zeit. Ja, wir müssen uns ein bisschen sputen hier. Die Zeit läuft uns davon, denn irgendwann ist die Folge auch mal zu Ende. Aber natürlich erst danach, das ist klar. So, 5 muss ich noch mit Feind. Ach, jetzt sind wir wieder hier beim Zelt. Na, ist ja super, dass die immer nach spawnen. Das ist ja total supidupi. Finde ich ja doch ziemlich geil. So, warte. So. Scheiße. Och, komm. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht, sonst habe ich ein Problem. Na, dem geht's noch gut. Schnauze. Das ist mein Biest, ja. Das tötet keiner außer mir. So, du bist auch tot. Und du da hinten, du willst anscheinend gar nicht kommen. Dann bleib da stehen und dann töte ich dich so. Ist kein Thema. Machen wir auch. So, einen muss ich noch und dann habe ich es geschafft. Und dann sind wir doch eigentlich ganz glücklich damit, oder? Also ich zumindest schon. Haben wir auch mal sowas gemacht, ne? Das kann ja nicht schaden. Und davon gibt es ja noch mehr. Die andere weiß ich trotzdem nicht. Strange. Wenn ich da... Wobei, mit dem Karagor könnte das vielleicht sogar klappen. Wenn ich den einfach immer wieder aufzehren kann. Ich dachte, der stirbt dann, aber der bleibt ja am Leben. Das ist ja dann easy, ne? Wo ich mir vorstellen kann, irgendwann... Irgendwann werden die wahrscheinlich dahin siechen. So. Alles klar. Einen müssen wir noch, dann habe ich es geschafft. Und dann kommen die anderen einfach noch so für die Statistik zu. Jawohl, Fähigkeitenpunkt, meine Freunde. Was? Legende des Schöpfers. So sieht sie nämlich aus. Auftrag abgeschlossen.
Schließe alle Bogenherausforderungen und Nebenmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deine Bogen-Askard kaufen zu können. Mit Asgars Flamme erhältst du unbegrenzt Elbengeschosse, Fokus und Brandfall. Das ist geil. Das finde ich ziemlich nice, muss ich doch mal sagen. Der Uruk ist tot. Schnauze. Oh. So. Dann schauen wir nur ganz kurz mal auf die Map. Wir haben hier noch ein Türmchen, was wir nehmen können. Das machen wir, glaube ich, auch. Das geht immer noch nicht. Das heißt, ich muss erst hier hin. Hier haben wir neue Sachen. Obwohl, ich sage, jetzt ist, oh, könnte man ja hier so theoretisch, ne? Die schnelle Gnade. Da müssen wir 15 Leute mit dem Schnellschuss irgendwie töten. Das ist nicht ganz so einfach. Hier haben wir auch noch was übrig. Warum haben wir das noch übrig? Habe ich das nicht gesagt? Aber wir könnten in der nächsten Folge, glaube ich, mal zu dem Türmchen gehen. Aus einem einfachen folgenden Grund. Dann haben wir nämlich noch ein paar Missionchen hier. Und ich denke, das werden wir in der nächsten Folge auch machen. Und dann werden wir auch irgendwann uns mal mehr in diese Richtung begeben, damit wir in der Hauptmission weitermachen können. Und damit natürlich dann, ich vermute mal, auch die freischalten. Und dafür haben wir viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Aber für die Folge ist dann mal Schluss. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.